Wenn man heute Allgäu hört, dann denkt man in erster Linie an Landwirtschaft und Tourismus. Aber wie man sieht, sitzen im Allgäu auch innovative, leistungsstarke Unternehmen. Wir wollen nicht groß sein, sondern wir wollen gut sein. Wir wollen eine qualitativ hervorragende Dienstleistung für ausgewählte Kunden erbringen. Ja, das ist ja das, was Ansorge heute auszeichnet. Wir sind Systemdienstleister, das heißt, wir sehen nicht nur den Transport, der von A nach B geht, sondern wir sehen unsere Dienstleistung als komplettes System. Lagerhaltung, Warehousing, ein großer Teil, alles, was im Warehousing passiert, von der Warenannahme über die Kommissionierung, Konfektionierung, Warenausgang, das sind alles diese Dienstleistungen, die für uns einfach mit dazugehören. Wir versuchen auch zum Beispiel zu solchen Sequenzen wie Lang-Lkw, Bündelung von Warentransporten, den wirtschaftlichen als auch den ökologischen Aspekt zu verbinden, mit diesen Dingen Vorreiter zu sein und so im Prinzip zur CO2-Reduzierung beitragen. Der nächste Ansatz ist die Elektromobilität. Wir sind gerade dabei, die ersten E-Schlepper hier im Unternehmen zu integrieren mit unseren Großkunden. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch eine Eigenentwicklung initiieren. Und wir versuchen auf die Art und Weise, die Ökologie, ich sag mal, weiter voranzutreiben. Wir wussten, dass wir leistungsfähige IT-Systeme brauchen. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Leute in 7 verschiedenen Systemen ihre Daten zusammensuchen müssen, sondern das muss ein System können. Zeitnah zu wissen, wie war der Tag, wie war die Woche, können wir gegebenenfalls noch eingreifen. Wir haben sehr viele Ansprüche. Wir sind einer der großen intermodalen Spediteure, also die sehr viel Warenberührung haben und eine intermodale Disposition ist schwieriger als eine reine Lkw-Disposition. Und das heißt, wir haben im Pflichtenheft abgebildet, was wir unserem zukünftigen Dienstleister in IT-Fragen abfordern wollen. Die Frage ist dann immer, wie gut können die IT-Dienstleister deine Spezialitäten abbilden? Da waren wir der Meinung, dass Soloplan das am besten kann. Wir haben von Anfang an gemerkt, dass auf der anderen Seite nicht nur ITler, wie man heutzutage so schön sagt, sitzen, sondern gestandene Speditionskaufleute. Und das ist insofern wichtig, weil die Leute, die es später programmieren sollen, müssen ja erstmal deine Prozesse verstehen. Hochkompetente junge Leute, die im Prinzip am Erfolg sich orientieren und denen der Erfolg dann auch Spaß macht. Das Pflichtenheft wurde umgesetzt von Soloplan und dann ging es in die Schulungsphase. Das heißt, in der Schulungsphase wurden speziell alle Fachabteilungen geschult. Das lief über sogenannte Key-User und so wurde dieses Wissen in die Breite gebracht. Wir sind auf 100%ige Erfüllungsquote ausgewiesen und da kann ich sagen, dass Soloplan diese 100%ige Erfüllungsquote bei uns abgeleistet hat. Carlo ist ein System, das zum Beispiel auf unsere besonderen Varianten des intermodalen Verkehrs eingegangen ist. Das heißt also, unsere Kunden schicken uns online die Aufträge rein, die Disponenten nehmen den Auftrag mehr oder weniger mit einem Mausklick an und dann erfolgen verschiedene Arbeitsschritte, wie zum Beispiel also die einzelnen Bahnplätze zu reservieren, die LKWs im Vor- und Nachlauf zu disponieren. Es ist relativ easy. Und wenn dann der Auftrag zusammengebaut wurde, geht er über die Telematik an den Fahrer. Der Fahrer kann im Prinzip für sich selber auf dem Tablet erkennen, wie seine Arbeitsschritte ausgucken. Es gibt auch keine Verwechslungen mehr. Was früher 5, 6, 7 Einzelschritte bedurfte, geht heute im Prinzip mit einem Mausklick. Nach einer Implementierungsphase von etwa 6 bis 8 Monaten können wir sagen, dass die Dienstleisterwahl die richtige war. Wir fühlen uns bei Soloplan in diesem Punkt sehr, sehr gut aufgehoben. Man hat alle unsere Bedürfnisse erkannt. Die Reaktionsgeschwindigkeiten, die sind hervorragend und wir freuen uns eigentlich jeden Tag, dass das gut läuft. Entscheidend war eine sehr gute Vorbereitung durch den Kunden, eine klare Definition der Aufgabenstellung für uns und der Prozesse. Und dass das Projektteam seitens des Kunden und von unserer Seite aus eben motiviert und auch kompetent gemeinsam gearbeitet haben. Also es lief wirklich sehr professionell und sehr freundschaftlich, partnerschaftlich ab. Wir verstehen das Geschäft, wir sprechen die Sprache unserer Kunden und das machen wir seit über 20 Jahren. Wir waren vorher schon gut und sind jetzt wirklich effizienter unterwegs.